Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Wildes Leben. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach einem Wüsten. Ja, Wüsten ist vielleicht nicht so toll, aber ein dschungeliges Biom. Das ist fast noch ein bisschen zu bunt hier. Ah, da seht ihr Kommodorane 2. Ja gut. Wir hauen hier zwischen ab, so dazwischen. Gut, das ist doch richtig toll hier, das Biom. Ist aber ein bisschen zu waldig. So, wir haben ja gesagt, wir werden irgendwo ein bisschen Steine sammeln für Öfen und um einfach dann noch das Fleisch brennen, braten. Und ja. So, nehmen wir mal den Müll hier raus. So. Fleisch rein. Orangen gehen. Also, sind noch nicht reif. Ich werde jetzt einmal hier. Es ist hoffentlich genug. Sicher. Bett hinstellen. So, hallo. Genau. Bleiben wir kurz hier. Damit er auch klappt mit dem Brennen. So. Und zwar eine Werkbank. So. Und dann runter zum Stein. Mal schauen, was für Stein da ist. Das ist noch ein bisschen tiefer. Der Erd. Ja, die Zone mit der Erde. Hm? Naja. Das war nicht so gut. Ich mache mal ein bisschen schneller. Wirklich nur Erde. Ah, jetzt. Ich hoffe, das geht hier. Weil das ist Kreide. So. Wunderbar. Also. Dann haben wir hier schon mal Kreide. Geht wirklich nicht. Das ist natürlich scheiße. Ja gut. Dann graben wir hier uns mal durch. Zum Beispiel diese Seite eher. So. Komm schon. Etwas finden. Anders sieht es schon, wird wahrscheinlich nicht gehen. Schade. Speckstein wird wahrscheinlich auch nicht gehen. So ein Mist. Tja. Da haben wir aber etwas. Da nehmen wir. Ja, die Kreide nehmen wir wahrscheinlich mit. Komm, die Pilzsachen. So, Speckstein. Gut, Speckstein ist 13. Für 2 Öfen. Ja, haben wir schon 18. Hä? So, wunderbar. Gut, dann raus hier. Wunderbar, schon draußen. Also. 2 Öfen, wunderbar. Gut, Kohle, halbes Fleisch. Wunderbar. Also, ich nehme rohes Schweinefleisch raus. Loamy Dirt. Ich komm, nehme ich das mal mit. Was ich nicht mehr nehme, ist Anthrazit. So. Reptilheit, komm. Ich glaube, da kann man eine Rüstung herstellen, aber die ist sehr schwach. Ich habe jetzt plötzlich wieder einen Speckstein. So.
Ist immer noch nicht reif. Na gut. Können wir halt die Orangen nicht mitnehmen. Tja. Also, wir haben Fleisch. Wunderbar. Dann können wir ein großes. Also, das ist Hunger. Schaden bekommen. So. Zwei, nochmal zwei. Ja, am liebsten würde ich gerade hier kurz bleiben. Wegen den Früchten. Aber ja. Die wachsen so langsam. Ah, Knochen. Gut. Wunderbar. Dann geht es doch. So. Eine reicht. Kokosnuss, wunderbar. Das Problem ist einfach, wir brauchen die Setzlinge vom Dschungelbaum. Tja. So. Wir nehmen aber die Öfen mit. Und ja, kommen Werkbank auch. Das ist klar. So, und wichtig ist auch, jetzt habe ich eine Bodenwischenrot, brauche nicht. Ja, dann könnte ich eigentlich auch Blaubeeren raushauen. So, wunderbar. Also in diese Richtung möchte ich gerne nochmal gehen. Südlich nämlich. Weil hier wahrscheinlich nur so Pflanzen, also so normale Gebiete kommen. Was ist das? Durianfrucht. Ja komm, die sehen auch nicht so schön aus. Zu pilzig. Was haben wir hier? Okay, mal schauen wie... Das heißt Dürre, irgendwas. Steppe. Eine Steppe. Eine braune Steppe. Nicht so schön orange, gelblich, schade. Aber gut, immerhin haben wir ja ein Biom, das ein bisschen trockener ist. Weil wir wollen ja natürlich ein schönes Biom haben. Ein trockenes Biom, das auch so ein bisschen grüne Bäume besitzt, weil dann können wir auch Bäume in der Stadt haben, die wirklich schön grün sind. Und nicht alle, die braun sind dann. So, eine Wüste. Hey, wir haben Glück. Also eine Wüste. Ich denke hier... Also ihr seht, die normalen Eichen, die werden braun, das ist nicht so schön. Das ist das größte Problem, eine Schlange. Die kann man wirklich nicht ausmachen, wahrscheinlich wegen Baum so plenty. Ist ein bisschen schade, also ich wollte sie ein bisschen wegmachen, beziehungsweise seltener machen, geht nicht. Dann wollte ich sie ausmachen einfach, geht auch nicht. Tja, kommen sie halt einfach zwischendurch. Das ist ein schönes Biom, das ist doch wunderschön. Aber wir gehen noch ein bisschen weiter weg. Nicht direkt hier beim dreckigen Steppenbiom. Naja. Das ist eine Oase. Das ist doch wunderbar. Hier beginnt eine Ebene. Also hier können wir dann Dschungelholz holen, wenn ich das richtig sehe, bei den kleinen Bäumen. Hier habt ihr einen Elefanten. Ja, die Oase ist ja schon schön. Ja, und da hat es wieder ein Dreckbiom. Finde ich nicht so schön. So braun. Schade, aber Elefanten hat's.
Habe ich einfach Pech gerade, hä? Sonst muss ich wirklich mal kurz zurück mich ausladen. Und dann gehen wir weitersuchen. Orangenbüsche. Oder so etwas, einfach Orangebär. Also, ich gebe lieber Gas, wenn jetzt gar nichts kommt. Also, es ist wunderschön hier. Ist aber wirklich nicht gerade so das Ebene, Gebiet. Hoffentlich finden wir so eines noch. Oh, Schildkröten hat sie. Wunderbar. Das ist doch mal schön. Ja, sieht das aber nicht so schön aus hier. Tja, nervige Biome werden wir wahrscheinlich immer haben. Durchrennen, komm. Die Wüste ist gut zum Durchrennen. Wir müssen einfach auf die Treibsande achten. Da hat es Sticks am Boden. Das ist wahrscheinlich ein Busch gewesen, so ein trockener Busch. Also wenn ich jetzt hier einen Eichenbaum setzen würde, dann würde er ganz grau sein wahrscheinlich. Es wird nicht so eine Wüste. Ja, jetzt wieder ganz wenig Oase, dann wieder Ebene, genau. So. Tja, ja. Autsch. Müssen wir da außen herum, hä? Am besten hier herum. Aber langsam kommt hier so viele Keulen. Ist nicht so gut. Ah, Bambus. Ich denke, ein Bambuswald wäre schon schön. Dass wir wirklich den Bambuswald benutzen als Stadt. Also wirklich als Bauort. Wir haben hier viele Trianz. Und alles andere wirklich zu Hause machen, oder? Ich will jetzt aber nicht gerade bei der Wüste sein haben. Und das ist doch mal wunderschön hier. Ist doch ein bisschen zu feucht. Aber wir könnten wirklich dann Elefanten dort haben. Ich hoff's. Sonst müssen wir die einfach holen. Weil hier werden wahrscheinlich nicht so Elefanten spawnen. Ja, beginnen wir dort beim Baum, hä? So, also bei dem großen Baum hier, oder auf dem Hügel. Also sehr viel Trianz, das finde ich irgendwie ein bisschen lustig. Die kann man, glaube ich, auch gut farmen mit der Axt. Nur mit der Axt. So. Ja, ist wunderbar. Ich glaube, das reicht. Also, wir werden hier ein Waypoint machen mit Stadt. So. Und zurück zum Anfangshaus. So. Bisschen abkürzen natürlich. Ja, Kakaobohnen haben wir angepflanzt innen. Ah, haben wir gar keinen gehabt. Wir haben ja gar keinen
Holz gehabt. Also, ich mache das so. Mache ich die hier mal hier hin irgendwo, da vorne. So. Mache ich die rein. Gut, die können wir auch dahin machen. So, immer vier. Wunderbar. Ja, Kakao geht ja noch nicht. Weizenkörner kann ich rein tun. Orangen mache ich rein. Die Trauben, die müssen wir mit Squisher. Kokosnuss geht noch nicht. Leder muss ich rein tun. Knochenmehl. Der Bogen lasse ich hier. Brot können wir dann essen. Ja. Sattel, Feuerzeug kann ich rein tun. Petometer. Ich weiß jetzt auch nicht, wieso das wieder gespawnt ist. Mache ich den hier rein. Ja, Pfeile müssen wir natürlich noch hier haben. So. Wunderbar. Also zuerst einmal möchte ich den Squisher rausholen. So. Den kann man squishen, ja. Ich muss ihn aber hin anpflanzen. Ja, ich weiß jetzt nicht wo. Da zum Beispiel. So. Wunderbar. Supi. Das haben wir. Also. Was wir jetzt machen könnten, ist Zäune. Ich muss mal ein paar Bäume fällen. Vor allem die hässlichen hier. So. Geht halt ein bisschen anders. Und Recapitator. Vor allem leichter. Mache ich noch mehr Zäune, gell? Und dann um den Kühe. So. Ach, die blöde Erde. Ja, ich weiß jetzt nicht genau. Ah ja, das Sattel für die Chocobo. Machen wir die Chocobo noch nicht, das ist zu teuer. Ja, das ist so eine Sache. Zum einen, wir brauchen Tausende dann. Und ja, wir müssen es jetzt machen. Die Elefanten müssen halt warten. Machen wir zuerst die Gebäude. So, hier haben wir Kühe. Das ist super. Also, die dürfen aber nicht sterben. Da haben wir doch irgendwo noch ein Boar. Eine Wildsau, das war. Irgendwo war noch eine Wildsau. Lieber Mäuse. Eine Made. Tja. Dann wird es wahrscheinlich ein paar Hühner weniger geben, aber es ist trotzdem relativ unwichtig jetzt. Darauf schaue ich jetzt noch nicht. So, das sind Avocados sind das. Das sind, was wollte ich sagen? Oliven, genau, Oliven. So, ja. Dann muss ich mal die Zäune machen. Zäune bitte. Wunderbar, aber
Wieso lässt sich das wieder nicht stacken wegen Ad Futurum? Na klar. So, ich möchte die außen machen, damit sie nicht zu weit weg sind. Nicht gerade so schnell. Hau ab, du stirbst sonst. Blöd, ja klar. Töte ich sie halt. Wollte dich nicht töten, aber du bist natürlich immer im Weg. Ja, und da passt es wieder nicht zusammen. Klar. Ja, so passen sie zusammen. Wunderbar. Also, hier auch nicht. Ja, da muss ich die anderen Zäune natürlich ersetzen, weil die aus Minecraft original sind. Aber die nur vom Stollen sind wahrscheinlich. Aber das passt ja noch mit der Anzahl. Ja. So. Machen wir die da offen, ne? Jetzt müssen wir nur noch das Weizen holen. Und wir haben eigentlich alle Tiere dann. Ein Huhn haben wir, glaube ich, schon. Können wir noch das Ei holen. So. Wunderbar. Jetzt Nacht. Noch nicht ganz. Ja. Sieht immer so aus, als würde es dunkler werden. Also dann kommen dort die Chocobos rein. Zebras züchten. Ja, können wir dann mal als nächstes machen, wenn wir wieder Sättel haben oder beziehungsweise einfach besser, also vielleicht in der Hölle ein Farm. Ja, geht nicht mehr so gut. Müssen wir einfach viel Gold sammeln. Ja. So. Bei dir züchten. Super. Ja, Pferd, was machst du hier? Die wollen zusammen nicht. Jetzt, komm. Gut. Super. Du nervst. Genau, du bist am falschen Ort. So. Aber ja. Das Pferd kann hier sein. Beziehungsweise du könntest es auch töten, damit es nicht nervt. Das ist immer so ein Schicksal. Soll ich es töten, soll ich es nicht? Es nervt halt einfach. So. Also. Du gehst rein, dafür haben wir Eier? Nein. Ein Apfel kann noch rein, Weizenkörner nehme ich mal raus. So, dann fangen wir an mit Chocobo-Zucht, auch wenn es da teuer wird. Ein einziges Ei hast du natürlich. Und es ist wirklich immer noch ein. Gut. Schade. Also, machen wir mal Choco. Choco, eigentlich muss ich das Pink Giesel haben oder Lower Ligisa, glaube ich. Ja.
Dann müssen wir mehr anpflanzen. Ich hole nochmal die Hacke. Wasser habe ich dabei. Ist immer gut, Wasser dabei zu haben. Die Hacke ist irgendwo am anderen Ende. Da ist sie. So. Ja, das muss so ein bisschen... Es ist wie ein Glücksspiel eigentlich. Also wir haben 4. 1, 2, 3, 4. Beim fünften Wasser. Und dann können wir schon mal neue Felder machen hier. Wunderbar. So, super. Das reicht schon mal. Hier zuerst pflücken. Mal gucken, was wir haben. Ich gehe jetzt einfach mal alles pflücken. So. Und wie wir sehen, haben wir 5 Lovoligüssel. Das ist wunderbar. Können wir eigentlich schon viel mehr anpflanzen hier. Und die Lovoligüssel, die können wir eigentlich jetzt einfach benutzen, oder? Das ist mal ein Chocobo. Wunderbar. Kommst du einfach mit? Komm einfach mal mit. Nicht? Jetzt. Es kommt nicht mit. Doch, es kommt jetzt mit. So halbherzig. Also ich mache das Chocobo, der Chocobo-Sattel halt. Dann kann ich es dort rein, ja, reiten. So. Ich täusche. Ich habe die Tastatur so weit links, ich kann da nicht so gut drücken. Chocobo-Feder, genau. Also, was machen wir jetzt? Dann mit den Fischereisachen. Dann mache ich hier mal die Pflanzen rein. Hä? Ja, dann lasse ich das mal draußen. So. Blöd zum Einordnen. Chocobo-Feder. Haben wir Fäden? Fäden, 2 Fäden. Da im So, der Sattel ist hier drin. Ah, der Sattel ist hier. Dann haben wir alles da. Leder haben wir nicht, genau. Blödes Leder. Ohne den, genau. Das ist nämlich viel besser, können wir den Sattel wirklich auch für die Ding brauchen. Die Elefanten. Das ist doch toll. Gar nicht gewusst. So. Das sieht man, das sagt man auch gar nicht. Beim ersten Mal. So, dann können wir ja die Zucht eigentlich sehr gut weitermachen.
Damit zwei andere noch. Eine ist schon drin, gut. Ja, aber drüber können wir noch nicht. So, wunderbar. Dann mache ich hier mal zu. Nein, bleib jetzt hier. So, und mach nur da zwei. Ja? Ich kann den Sattel nicht wegmachen. Okay. Beziehungsweise mal Knöpfe drücken. Ja, egal. So komme ich aber auch nicht raus. Die Ente kann sterben. Ja, toll. Jetzt gehst du wieder rein. Wo bist du jetzt? Er will unbedingt raus. Ach, ich muss die Dinge machen. Ey. Jetzt bleibst du draußen. Fertig. Also. Schafe. Ja, machen wir eine neue Schere. So. Gut. Ja. Zeit ist vorüber. Für diesen Part. So, dann geht es viel besser. Ich hoffe, die kommen nicht raus. Wunderbar, haben wir ein Gehege geschafft. So. Ja, im nächsten Part machen wir noch den dritten Chocobo. Machen das nochmal. Felden haben wir wieder genug. Sogar zwei normale Felden vom von der Ente. Gut, ja. Hast du nochmal ein Ei gelegt? Nö. Machen wir mal hier drin weiter beim nächsten Part. Tschüss.